Ich habe selten erlebt, dass ein Fandom so gespalten ist. Ein Teil des Fandoms fordert JYP Entertainment dazu auf, Hyunjin besser zu behandeln. Ein anderer Teil des Fandoms fordert JYP dazu auf, Hyunjin aus Stray Kids rauszuschmeißen. Und wiederum ein anderer Teil des Fandoms sitzt nur nebendran und denkt sich so, WTF geht ab. Und vielleicht auch ihr. Deswegen gibt es heute dieses Video. Hi MKs, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Ich würde sagen, wir steigen auch schon direkt in dieses brisante Thema ein. Naja, dass Fans sich ein besseres Treatment für ihre Idols wünschen, ist keine neue Sache. Ich finde übrigens kein gutes deutsches Wort für Treatment, aber dass Fans wollen, dass Companies mit den Idols besser umgehen. Darum geht es. Aber vor allem bei Hyunjin wünschen sich Stays das schon ziemlich, ziemlich lange. Hier ist übrigens mal eine Liste mit Sachen, die JYPE vorgeworfen werden, in welcher Form sie eben Hyunjin misstreaten. Unter anderem wird JYP Entertainment unterstellt, dass sie bösartige Kommentare und auch Zeitungsartikel gegen Hyunjin nicht löschen lassen. Normalerweise ist es ja so, dass Companies androhen, die Verfasser von solchen Texten zu verklagen. Und für viele Stays scheint es eben so, als würde JYPE nichts unternehmen. Naja, und weil Stays das eben schon so lange fordern, aber von JYPE nichts zurückbekommen, haben sie Anfang diesen Monats Trucks vor dem JYP-Gebäude platziert. Auf den Trucks standen Messages wie: Behandelt alle Artists gerecht. Bildet ein Team, das Hyunjin unterstützt. Beschützt Hyunjin. Hyunjin, wir werden immer auf deiner Seite sein. Ein paar Tage später und wirklich nur ein paar Tage später sind wieder Trucks vor dem JYPE-Gebäude. Die Nachrichten diesmal: Hwang Hyunjin, raus mit dir. Wegen wem stehen Stray Kids als Mobber da? Wegen dir, Hyunjin, du bist so cool. Schon wieder ein Skandal wegen Hyunjin. JYPE, wie viele Skandale darf eine Person haben? Und okay, das sind wirklich drastisch unterschiedliche Messages und auch ich musste erstmal recherchieren, woher der Hate plötzlich kommt. Ich meine, diese Anschuldigung, dass Stray Kids wegen Hyunjin als Mobber dastehen, ist für die meisten Stays, die schon was länger dabei sind, nichts Neues. Es gab einen Mobbing-Skandal, in dem Hyunjin verwickelt war. Das Ganze ist schon 3 Jahre her und ich hatte auch vor 3 Jahren oder 2 Jahren ein Video dazu gemacht, was ich mal hier oder hier irgendwo verlinken werde. Da dieser Skandal aber etwas ausführlicher ist, würde ich euch bitten, das Video ganz anzugucken, damit ihr keine wichtigen Informationen verpasst. Aber erstmal dieses Video hier zu gucken. Oder ihr guckt das zu Ende, kommt dann wieder hierhin, wie ihr möchtet, was euch lieber ist. Aber es macht logisch gesehen keinen Unterschied, weil ich werde dieses Video so aufbauen, dass ihr auch ohne die Information über das Mobber-Video zurechtkommt. Wie viele von euch wissen, ist Mobben ja ein sehr, sehr großes Ding in Korea. Und wenn rauskommt, dass Idols während ihrer Schulzeit jemanden gemobbt haben, kann das sogar die ganze Karriere von Personen zerstören. Und naja, Hyunjin war in diesem ganzen Skandal verwickelt, aber wie gesagt, das Ganze ist schon 3 Jahre her und eigentlich Schnee von gestern. Also was genau ist denn jetzt der aktuelle Skandal, wieso er so viel Hate bekommt? Spoiler, das Thema ist so dumm. Han So-hee, nicht zu verwechseln mit der Schauspielerin Han So-hee, die zurzeit auch wegen eher negativen Sachen im Rampenlicht steht. Falls ihr dazu ein Video wollt, schreibt es in die Kommentare. Han So-hee, über die ich jetzt rede, ist ein ehemaliger Trainee. Sie hat mit verschiedenen Idols zusammen trainiert. Manche sagen, sie war bei YG, andere sagen JYP. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, vielleicht sogar bei beidem. Aber sie hatte viel mit Idols zu tun. Damals waren die alle noch Trainees und noch keine Idols, aber jetzt sind sie Idols, deswegen, you know what I mean, right? Und sie hat sehr viel, ja, miterlebt und sprinkelt einfach immer aus dem Nichts so ein bisschen Tee und gefährdet die ganze Karriere von Idols. Naja, das ist auch der Grund, warum viele Fans sie nicht mögen. Sie hat immer mal wieder so ein paar Skandale auf Lager, die sie dann einfach aus dem Nichts droppt. Naja, es wurden alte Screenshots veröffentlicht zwischen Han So-hee und ihrer Freundin. Und in diesen Screenshots sprechen sie darüber, welche Idols sie einfach mal gerne daten würden. Und unter anderem fällt da auch Hyunjins Name. In einem anderen Screenshot erzählt sie, wie ein Idol bei ihr zu Hause war und Parfum drauf hatte. Und das roch so gut, deswegen wollte sie seinen Pulli haben und er hatte dann schöne Bauchmuskeln, wie auch immer. Ne? You know what I mean, ich muss gar nicht weiter drauf eingehen. Und obwohl die Person nie ausdrücklich drin stand, gehen viele davon aus, dass es sich bei der Person, also bei dem Typen aus diesem Screenshot, um Hyunjin handelt. Aber an dieser Stelle ist es mir ganz wichtig zu erwähnen, dass man weder weiß, ob die Screenshots überhaupt echt sind, weil ich habe auf ihrem Twitter-Account die Screenshots nicht gefunden, die sind einfach
bei Twitter online gewesen und sind dann viral gegangen. Das heißt, man weiß nicht, kommt das wirklich von ihr? Sind das Fake-Screenshots? Und selbst wenn es echte Screenshots von ihr sein sollten, weiß man nicht, wer der Typ in diesen Screenshots ist, weil da kein Name dabei stand. Das heißt, selbst wenn die echt sind, muss es nicht unbedingt heißen, dass es um Hyunjin geht. Naja, JYP Entertainment hat auf jeden Fall ziemlich zeitgleich ein Statement veröffentlicht, aber das Statement war eher generell. Also JYP hat einfach gesagt, dass bei Hate und Verleumdung im Netz gegen Stray Kids rechtliche Schritte eingeleitet werden und die Verfasser solcher Texte verklagt werden. Und falls ihr dachtet, das würde die ganze Situation vielleicht ein bisschen beruhigen und Leute würden einfach vorsichtiger sein, dann habt ihr euch geirrt. Denn es standen schon wieder Trucks vor dem JYP-Gebäude und die Messages dieses Mal noch härter als vorher. Stray Kids hätte keine Probleme, wenn Hyunjin einfach geht. Hyunjin, kannst du deinen Kollegen überhaupt in die Augen gucken? Hyunjin, verlass die Gruppe und hör auf, die Gruppe negativ zu beeinflussen. Hyunjin, du hattest deine 3 Strikes. Strike Nummer 1, Schulmobber. Strike Nummer 2, Han So-hee. Strike Nummer 3, One-Night-Stand. Und die andere Hälfte des Fandoms ist auch super sauer. Und zwar auf JYPE, weil sie es einfach nicht schaffen, Hyunjin vor dem ganzen Hate zu schützen. Aber was sagt ihr zu dem Ganzen? Meiner Meinung nach sind die K-Netizens und vor allem, also es waren Chinese-Netizens und K-Netizens, von denen das kam, komplett ihre Lage am Übertreiben. Ich meine, diese ganze Schulmobber-Geschichte, okay, die hatten wir aber schon vor 3 Jahren abgehakt. Ich beziehe mich hierbei komplett auf diesen Dating- und One-Night-Stand-Skandal, wie auch immer. Es ist absolut toxisch. Warum können Idols nicht einfach frei daten und machen, was sie wollen? Ich verstehe es nicht. Es ist das Privatleben der Idols und K-Nets oder auch Chinese-Nets müssen mal checken, das ist nicht dein Boyfriend. Das ist einfach irgendeine random Person, die Musik macht, dessen Musik du magst. Wenn diese Person jede Nacht irgendwen flachlegen möchte, so be it. Wäre sein gutes Recht. Und es nervt mich so, dass immer so ein riesen Fass aufgemacht wird, wenn irgendwer irgendwen datet. Und auch wenn Hyunjin nicht unbedingt mein Bias ist, finde ich, gehört er auf jeden Fall zu Stray Kids dazu. Ich könnte mir Stray Kids nicht ohne ihn vorstellen. Deswegen bin ich auf jeden Fall dafür, dass er ja in der Gruppe bleibt. Aber was sagt ihr? Ich freue mich immer, eure Meinungen zu lesen. Deswegen lasst mir gerne einen Kommentar da. Findet ihr, Hyunjin sollte Stray Kids verlassen? Oder sagt ihr, JYPE sollte sich mehr Mühe geben, ihn zu beschützen? Ab in die Kommentare. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ab und zu kommen übrigens auch mal Shorts online oder TikToks oder Instagram Reels. Und in meiner Story dürft ihr meistens abstimmen, welches Video online kommt. Deswegen auch da gerne abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!